Ich muss nur auch noch mal mein Essen holen. Huh. Ja, ich esse mal wieder beim Stream. Hauptsache, ich höre das nicht die ganze Zeit. Und damit herzlich willkommen zum Shellshock Livestream heute. Ja, ist ein bisschen Zeit vergangen. Untaten sind durchs Land gestrichen. Und jetzt werden wir uns gegenseitig wegbomben. Sollte man mich jetzt auch hören? Man Also hast du sollte es dich. jetzt mal angemacht? Du solltest zu hören sein. Dann mache ich es wie Die angekündigt ersten Runden sind für nochmal. Wo Voranmelder. bleibt Danach der darfst du Beacon? mitmachen. So, Ich das muss kannst du Rappelschwein auch wieder hier suchen. in dem Rundenplan sehen. Die ersten drei Runden, die sind für Voranmelder. Bei den Deathmatch-Runden kannst du mitmachen. Windowheel. Einfach weil es mittlerweile auch zu einem Meme wird. Shining, warum hast du noch kein Beacon? Wo bleibt Das dein hast du jetzt Beacon? schon dreimal erwähnt, innerhalb von 2 Minuten. Das war was, auch wo sie mich noch nicht hören konnten. Das musste im Stream sein. Einer, die restlichen konnte man nicht hören. Ja. Jetzt habe ich die anderen beiden noch eingeladen. Wenn ihr da noch braucht, kann ich ja noch den Rest für gleich einstellen. Jetzt fängt Ich Peppy war. auch schon an. Du hast ihn angesteckt. Ja, happy. Mann! Und du musst mich nochmal einladen, weil es ging dieses Mal keine raus. So, bin bereit. Ich muss eben kurz was ausmachen. So. Was habe ich denn alles Schönes? Ich hab ziemlich Abfall, zum einen. I feel you. Ich weiß, wie du Das dich ist vermutlich fühlst. das Beste, was ich habe. Ja, Happy, ab ins Loch mit dir. Da gehörst du auch hin. Weg mit euch! Einer hat getroffen. Verdammt, es ist genau von der falschen Seite gekommen. Ich glaube, Happy hat schon gewonnen. Oh, ich stehe hier super. Oh, ich würde die richtig gerne nutzen, einfach weil ich sie das erste Mal habe, aber. Ich mache einen Trickshot. Ich auch. Um Gottes Willen! Er ist Warum trotzdem treffen die dich nicht da oben, dampfartig. Happy? Der ist durch dich durchgegangen. Happy hackt. Soll er doch. Der Schuss fliegt einfach durch. Warum sind eigentlich zwei Kanonen auf mich gerichtet? Das sieht nur so aus, er zieht auf mich, der Happy, weil er zu mir die Flugbahn hat. Ach, ich habe den Wind vergessen. Den Wind, der nicht existiert. So, jetzt wirst du. Mann, Du wirst ich jetzt will endlich. gesnippt. Jetzt snipe ich dich da hinten. Ich klatsche den Boomerang ins Gesicht. Können wir drüber reden, was ich gesagt habe? Nö, alles aufgenommen. Es Ach, existiert jetzt geh schon in und den es wird Boden. nie wieder. Rein in den Boden mit dir. Tut mir leid, Akaya, das Spiel will, dass ich auf dich schieße. Ich kann dafür leider nichts. Das Double Damage kriegst du aber nicht. Das ist meins. So, jetzt müssen wir mal auf den da oben schießen. Da oben komme ich mit meinem Deity aber nicht hin. Ich will endlich mal mein Deity schießen. Mich trifft das auch nicht so gut, ne? Warum ist deine Kanone eigentlich wieder auf mich gerichtet? Meine ist gerade auf Happy. Ich bin gerade Sonst noch hat die mir Waffe am keine auf Aussuchen. mich. Ich weiß nicht, womit ich schießen soll. Ich hab nur Müll. Mach Bumm. Einfach irgendetwas, was knallt. Dualroller! Es hat zumindest getroffen. Nein, Nein! es kommt zurück! Das kann ich zu meinen Fröschen auch sagen. Oh, danke, dank dir kann ich Happy besser treffen. Wie haben dich die Frösche denn da hinten erwischt? Nee, ich gehe nicht da unten rein. Dann bin ich eine Zielscheibe. Aber Naja, das indem ich Gute die. ist, ich habe genau Happys Bahn. Ich habe die Frösche halt oben gegen die Wand geschossen bei Happy und dann sind sie wieder zurück zu mir geflogen. Das Und fliegt nicht so, Monde! wie ich es wollte.
44 Schaden mit den Monden. Oh. Also das ist jetzt geheime Klinge! Wow, das ist Schiebung. Assassin's Creed, go! Zack! Nur 45? YOLO! Good luck, have fun! Same bei mir, YOLO. Happy, wie hast du die Shellshock über mich drüber geschossen? Oh, ich treffe Happy zumindest ein bisschen. Habe ich eigentlich irgendwie mit dem Flummi erwischt? Nö. Das müsste treffen. Und Happy zumindest von seinem hohen Berg runter hinkriegen. Ich nehme dir den Highground jetzt weg. Oh, ich habe mit der Bande einfach den Hover getroffen. Wenn ich Glück habe, habe ich sowas von gewonnen. Bitte habe ich Glück. Ich hatte zwar noch nie Glück, aber bitte habe ich Glück. Napalm! Junge, jetzt müssen wir auf Happy gehen. Auf Happy! Warum muss ich denn nicht die Richtung wechseln? Auf Happy! Hier eine glückliche Kürbislaterne für dich! Und ich jammer so ein bisschen. Der Waffe habe ich auch noch nicht raus, wie ich die berechnen muss. Dies wird eine endlose Runde werden. Das gibt Kriech, Happy! Das gibt Kriech! Ich führe Krieg mit euch beiden. Hoffentlich. Ha, geprinkt! Ich habe euch genau beide verfehlt. Hallo, wo bleibt mein Schuss? Ach da. Ich habe da falsch etwas geschossen. Ich wollte die Zwischenwand schießen. Ups. Wir dürfen direkt wieder auf Happy gehen. Warte. Ich nutze die Waffe, die mit... Habe ich irgendwas, was direkt treffen muss? Ist ziemlich schlecht. Ja. Ich nutze jetzt die Waffe, wo du immer sagst, sie ist komplett schlecht. Die ist auch Müll. Ich glaube immer noch an sie. Ich habe nämlich die schon mal übel viel Schaden machen sehen. Ja, und diesmal wie immer nicht. Happy, ich teste dein Glück nochmal. Nicht Clover. Nee, Sternschnuppe. Um Gottes Willen. Ich weiß, es regt meine Punkte auch mit weg. Aber das ist es mir wert. Ich werde jetzt einfach mal wieder heilig. Es hat gut getroffen. Ich habe ein Schutzschild. Teils. Nur zum Teil. Der Hauptteil hat mich nicht getroffen. Das ist das, was zählt. Happy, der da oben hat mehr Punkte als ich. Ja, aber Happy hat mehr Punkte als ich, also geh auf Happy. Ich hoffe, ihr habt keine Arachnophobie. Okay, Feuerwerk. 250 Schaden. Also ich glaube, ihr hattet. Ja, der ist die größere Gefahr, Happy. Ich bin gar keine Bedrohung. Ja, mittlerweile. Ich bin null gefährlich. Guck, 6%. Was für 6%? Ich mach die Biege. Wehe, ich treffe es nicht. Disco! Klar.
Disco Pogo! Doofe Disco! Warum ist die Drohne noch da? Keine Ahnung, wer weiß, vielleicht hat sie einfach keinen Bock zu verschwinden. Ich nehme die jetzt mit. Ich probiere mal die Waffe aus. Ich werde schon treffen irgendwie. Verdammt, ich treffe mich selber mit dem Schneeball fast. Ich habe mehr Schaden gemacht, als ich gedacht habe. Okay, Twigshot versuchen mit Wasserbombe. Das kann doch nur funktionieren, oder? Ja, vor allem mit Wasserbombe. Um Gottes Willen. Wir müssen auf Happy gehen. Der gehen sonst gleich wieder. Du hast mehr Punkte als er. Außerdem treffe ich euch beide nicht. Nix, hello, Happy, ich hau ab. Hello there. Au. Oh, ich krieg hier haufenweise Geld. Akaya, du bist eine Geldmaschine. Ich mach aus dir jetzt gleich eine Geldmaschine. Oder auch nicht. Geh auf Happy, wir sind gleich auf. Ich überlege gerade, was ich überhaupt schieße. Ich schieße was von drunter. Ich schieße da sowas von mit drunter. Guck, geh auf Happy. Habe ich nicht direkt gesagt, geh auf Happy? Aber nein, erstmal auf Akaya. Scheiß auf Happy, der gewinnt nur wieder. Weißt du was, ich gehe einfach auf euch beide. Nö. Wenn ich wenigstens irgendwo... Verzieh dich von mir. Sollte treffen. Bin mal gespannt, ob ich treffe. Er will dich. Das war zu weit. Nee, will den anderen aus. Ich schieße keine Punkte mehr. Um Gottes Willen, nein! Ja, Happy hat gewonnen, würde ich sagen. Nee, da fehlen noch ein paar Punkte. Die er sich jetzt bestimmt holt. Wenigstens nicht letzter. Sag das nicht. Hätte sie nicht auf dich gehen können? Sei doch froh, dass sie auf ihn gegangen ist. Ja, aber dann wärst du unter mir. Pfeffer! Ich muss ihn würzen! Ich glaube immer noch an es. Oder auch nicht. Ey, bei mir ist es gerade durch den Boden geflogen. Okay. Da okay. Hat es jetzt richtig gut Schaden gemacht in der Ecke. Das wäre der Moment gewesen, wo es übel viel Schaden gemacht hätte. Vor allem mit Double Damage halt. Ich kann eventuell Happy treffen und die Kiste mitnehmen. Nein. Katze, ja! Nein, warum habe ich nicht dich auch noch getroffen? Aber ich bin über dir. Wenn wir verlieren sollten, dann bin ich wenigstens Zweiter. Sollte treffen. Ich mache jetzt Punkte. Warum machst du einen Dreifachschaden? Auch, dass es trifft. Und es trifft genau. So, wieder ausgeglichen. Jetzt kann ich ja von ihm weg. Ich find's lustig, dass mein Twinkler einfach von dem Kreis direkt straight nach unten auf Happy ist. Ist er das? Ich hab das nicht gesehen. Ja, das ist er. Ganz knapp. Sticky Bomb. Wird schon schief gehen. Aua.
So, Waffe ist gewählt. Ich gehe auf Safe Damage. Ich hoffe mal, dass es... Dark ist jetzt da, lese ich im Chat. Egal, zu spät. Jetzt macht er keine Ladung mehr mit. Ihn hätte es aber eventuell Wir haben eine Weile gewartet auf dich, Dark. Jo, die Wasserbombe war echt schlecht. 140 mit einem einzigen Hopser. Das ist wirklich auch. Happy, der da hinten ist gefährlicher. Guck, der hat 60, ich habe 61. Ja, aber du hast mehr. Außerdem stehen wir beisammen, der kann mehr Punkte machen als ich. Egal, Punkte zieht Aggro. Er ist gefährlicher. Punkte zieht Aggro, deine Worte. Nein, die Regel war Armut zieht Aggro. Du hast gesagt, immer auf der mit den höchsten Punkten. Du hast mir gerade 140... Nee, der will sich an mir rächen. Der will sich allein wegen den 140 an mir rächen. Alter, was... okay, der war auch gut. Yo. Hier, das Ding macht keinen Schaden. Es hat mir mehr Schaden gemacht, als es irgendjemand anders mit Schaden gemacht hat. Das ist eine absolute Rotzwaffe. Aber es hat gut Schaden gemacht. Ist schon Runde 3, Dark. Du kriegst leider keins mehr, Dark. Ich hab die Dreierpalme. Ich werf den Stein. Triff nicht das Ding! Ja! So. Alle gegen alle? Ach, ich habe vergessen, mich auf Team einzustellen, damit ihr die Möglichkeit habt zum Wählen. Oh, ich habe alle gegen alle gemacht. Ups. Wir haben ein Butterbrot dabei. Es gibt eine Zusatzrunde Deathmatch, weil ich einen Fehler gemacht habe. Nein, ich will meinen Fußball. Denn Fußball kommt höchstwahrscheinlich. Warum? Das hatte ich doch letztes Mal aber auch nicht. Mutti! Letztes Mal hatte ich doch auch keinen Fußball. Auf das Butterbrot. Armes Butterbrot. Der Fußball kommt noch dran, keine Sorge. Dark, du bist leise. Wir wollen Fußball. Hier kommt meine Spinne. Zwei von drei Leuten, die nicht der Streamer himself sind, haben für Fußball gestimmt. Also wird es auch Fußball geben, bin ich dafür. Außerdem ist es von der Liste eh vorgegeben. Also ich habe einen Rundenplan gemacht und der bleibt. Ich habe 150 mit der Spinne gemacht. Ich habe 66 gemacht mit God Race. Mit der Spinne habe ich jetzt übrigens auch wieder 3 getroffen. Mindestens. Du musst aber 5 treffen oder so. Oder? Nee. Durch den vom Erfolg her muss ich mindestens 3 treffen. Bitte schießt man nicht Happy jetzt runter. Er steht da gerade so perfekt auf. Ich schieß eh die Drohne. Ja, aber das ist eher so. Ich nehme Safe Double Damage, um Gottes Willen. Oh ja, das war ein geiler Sunburst auf Happy. Hä, wieso hat die Drohne nur 32 gemacht? Armes Happy. Da hat einer den Enlister geschossen. Armes Happy, der kommt nicht mal mehr vom Berg runter, glaube ich. Ich würde mal sagen, Happy ist tot. Ja. Ich würde mal sagen, wenn Burn ihn nicht wegmacht, mache ich ihn mit Guppies weg. Und das ist wie schon die Demütigung, wenn man mit Guppies getötet wird. Das Butterbrot geht auf mich. Ich überlege gerade, das ist die einzige Art, wie ich mir nicht selber weh tue. Oh, Dark spielt mir ein Lied. Verdammt. Burn hat den Happy getötet. Hau ab von mir! Rache für den Happy. Ich weiß, wie weit geht der Zug nochmal?
Nicht so weit. Also den Yandu, den töte ich safe. Aber ich weiß nicht, ob ich Dark noch treffe. Könnte schwer werden. Ja, ah, gerade so. Gerade so getroffen. Ich habe Pinpoint echt gut reingekackt. So, ich hoffe, Butterbrot ist nicht allergisch gegen Bananen. Wollen wir Peace erstmal auf die da rechts? Wärst du einverstanden? Erstmal auf Butterbrot. Der geht nämlich auf mich. Ich ziehe auch nicht auf dich. Ich ziehe auch nicht auf euch. Erstmal auf die, die in der Mitte sind. Alles wartet auf Burn, den Mörder von Happy. Zu spät, ich beiß schon ab. Was für eine Waffe war das jetzt? Welche genau meinst du? Ah, Rakete von Dark. Warte, ins Portal rein. Ja, gerne, aber das wäre Leichenschändung. Egal, Leichenschändung ist doch egal. Einfach abbeißen. Vor allem wird es sogar wahrscheinlich sehr eisenhaltig sein. Ich hab nur gesagt, ist eine besondere Geschmacksrichtung. Ja, vor allem auch besonders eisenhaltig. Ich meine, es ist ein Panzer. Ist eher Panzerstahl dann. Oh Gottes Willen, da kommt noch eine. Nein, warum springen die alle in Dark? Der rechte ist, glaube ich, meiner gewesen. Ich will Burn weg haben, aber... Ich treffe hier nichts. Was soll ich sagen? Ich habe auch keine gute Sachen mehr. Es gibt nur eine Sache, die ich tun kann. Ich werde sowas von verfehlen. Das Dark ist die einzig logische Lösung hier. Dark will sowas von mich töten. Da wollen drei dich tot haben. Ist das jetzt ein 3 gegen 1? Wollt mich verarschen? Du bist Juggernaut, du hast Rüstung. Jetzt habe ich aber keine Rüstung mehr, also Rüstung zieht keine Aggro mehr. Die anderen meinen, treffe ich nicht so gut. Ich hab... Außerdem habe ich, und Dark einen Friedenskomplott. Ist mir scheißegal. Ich mache euch alle weg. Erst mache ich Dark weg, dann Burn und dann dich, Shining. Ich habe gehört, wir spielen Angry Birds. Ich habe gehört, ich schlage Dark jetzt mit seinen eigenen Waffen, mit denen er Angry mir Butterbrot Birds. Geklaut hat. Rache für Butterbrot. Trifft beim Vogel? Fast. Nein, Dark! Rache fürs Butterbrot. Komm her, Burn. Du hast unser Friedenskomplott mit Füßen getreten. Dafür vernichte ich dich. Ich habe nicht auf dich geschossen, Dark. Du hast mir sehr wohl eine Rakete reingeschossen, Dark. Ich habe mich an unser Friedensabkommen gehalten. Ich habe nicht einmal auf dich geschossen. Zumindest nicht, als du lebend warst. Dark hat mir eine Rakete reingeschossen und mit der anderen Rakete hat er Butterbrot getötet. Dafür habe ich jetzt Rache genommen mit meinen Raketen. Ich hab Bernie safe. Ich hab den safe. Außer der Wind spielt mir dagegen. Aber der sollte weg sein. Ich hoffe, ich treff safe eh nicht. So wie ich mich kenne. Aua. So, ich würde sagen, das ist jetzt die letzte Runde. Also das letzte 31 hast du. Schussgefecht. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich das letzte Schussgefecht hier sein. Die Glock macht nur 30 leider. Es könnte eventuell zu kurz fliegen. Ein episches One versus One. Ja, da hast du recht.
Ja, episch. Beide sind theoretisch One-Hit. Nein! Ich wollte eigentlich den Teleporter mitnehmen. Die ganzen High-Level zusammen. Nee, wir haben den Sasa, der ist Level 4. Deine Aussage stimmt nicht so ganz. Oh, ihr steht so gut! Oh, Sasa steht so gut. Bitte mach auch Schaden, du doofes Ding. Was auch immer du machst, ich werde dich dafür bezahlen lassen, Shining. Ich würd's lassen. Sasa probiert Dinge. Sie sind in die falsche Richtung gegangen. Ah, der eine hat wenigstens nochmal Schaden gemacht. Ich habe mehr Schaden erwartet. Okay, für das bisschen Schaden, was du gemacht hast, wird Sasa jetzt bezahlen. Oder treffe ich dich damit? Ach, ich versuch's einfach mal. Eventuell treffe ich dich. Nein, lass ihn leben. Nein. Oh, das ist fies. Auch noch mit Godface auf den armen kleinen Level 4er. Ich hätte auch mit Magic Shower auf ihn gehen können. Wenn ich da volle Kanone in diese Ecke ballern, den sollte ich treffen. Das schützt nicht immer, Butterbrot. Das schützt nicht immer. Es kann auch in einen das reinziehen. Das erlernt das Spiel kennen. Für sich! Alle haben getroffen und zwar euch beide. Ich weiß nicht, was Magic Shower ist, egal. Das musst du lange schießen. Hättest du nicht sofort sagen können. Du hast instant auf Schuss gedrückt. Ich hätte es dir sofort erklärt, ich hatte das nämlich schon zweimal. Ich habe nicht instant auf Schuss gedrückt, ich habe auch noch mal ein bisschen die Richtung geändert. So schnell konnte ich nicht antworten, das lässt nämlich wie die Möwe Sachen fallen. Dafür kriegst du eine Schlange ab, dafür, dass du es mir nicht eher gesagt hast. Rat mal, welche Waffe ich habe. Schlange. Auch, aber rat mal, was ich gerade auf die schieße. Napalm. Welches Napalm? Das heftige. Heavy Napalm. Richtig. Mögest du brennen. Oder auf Deutsch, schweres Napalm. Nee, heftiges Napalm. Au. Ach, so viel und ich habe nicht mal irgendwas, womit ich dir das zurückzahlen kann. Happy, nicht Suizid. Wir brauchen dich noch. Wenn du Glück hast, kann ich dir jetzt deine Rechnung zurückzahlen mit dem Napalm. Nein, bitte nicht. Wenn du Glück hast, kann ich sie zurückzahlen. 120 hatte ich gemacht. Ja, ich nur 70. Happy hat ein Schild. Also ich bin ganz ehrlich, da unten gefällst du mir. Ja, ich gefalle mir auch hier hinten. Du bist echt ein Stück. Ich habe gerade in die Items geguckt, ob ich ein Schild habe. Ich habe gesehen, ich habe Teleporter instant nutzen. Ich hole mir die Kiste und gucke, wie Eindringling abläuft. Bitte nicht auf mich selber. Ja, das ist normal. Das passiert jedes Mal. Das Spiel mag es nicht, wenn man sich selber Waffen aussucht, in das Spiel versucht zu bestimmen. Ich weiß. Macht es das nicht immer? Wow. Ich habe minimal zu... Warte. Von wem war die Trinade? Meine ist rausgeflogen. Von Goblin offenbar. Was zur Hölle? So. Ich glaube, ich habe noch kaum einen Schuss bisher getroffen, diese Runde. Jetzt kriegst du erstmal noch deine Schlange zurück. Nö. Um Gottes Willen! Du gibst Sasa die Schlange. Sorry!
Armes Sasa. Ich habe 20 Schaden gemacht, also zwei haben auch dich getroffen. Warte, was? Meine Trainer hat, glaube ich, gar nicht erst geschossen, weil ich hatte zwei und ich habe immer noch zwei. Ich könnte Happy an sich safe rausnehmen, aber habe ich... Seppi, Happy ist schon draußen. Ich habe gerade Bounder ausgewählt und auf Fire gedrückt. Und was haut er raus? Uzi. Will mich das Spiel verarschen? Ich hatte, als ich auf Fire gedrückt hatte, da sogar noch den Bounder stehen. Und kaum wird gefeuert, schießt er einfach die Kack-Uzi. Ich glaube an Sasa. Ich glaube an ihm. Ich hoffe, er hat keine Katzenhaarallergie, sonst war's das mit ihm. Nee, da schießt eine Granate auf dich. Aua. Und crittet auch noch. Ich hätte ein bisschen weggehen sollen. Und er wurde auch gekrittet. Sasa, ich glaube an dich. Mach den Berg weg. Beim Schneeball ist egal, wie lang der fliegt. Der muss nur oft abbouncen, ne? Nee, rollen auch. Also bouncen oder rollen geht beides. Aber ja, wie weit er fliegt, ist egal. Dark, verlass mich nicht! Roll weg, roll weg, roll weg, roll weg! Yo, die ist ja mal... Nein! Sasa carried. Ich will Teleporter, ich will hier weg. Schneeball, mach Schaden. Bitte hat Sasa nichts mehr, was mich killen kann. Bitte hat er nur einen normalen Schuss. Ich hab halt auch nichts, womit ich den Level 4er wegmachen kann, ist das Traurige. Wobei, ich habe sehr wohl was. Der kriegt Zinklitz ins Gesicht. Er ist so jung, lasst ihn leben. No. Er war noch so jung. Er ist nicht jung genug. Wir können doch nicht gegen den Tricky verlieren. Ja, meine Vorbereitung. Boah, wenn ich schon sterbe. Dann sterb durch mich. Dann nehme ich den mit. Du bist so ein Arsch. Ich kann dich nicht leiden. Ich will wenigstens einen Toten. Ich habe nicht mal irgendeinen Toten gemacht. Butterbrot hat drei Tote gemacht. Butterbrot hat sich einfach den Sasa geholt. Das ist der heilige Berg. Ja, der ist very heilig. Oh, ich bin mit Heavy. Dark, wir machen die. Die machen wir fertig. Shining, weißt du, was ich jetzt auf dich schießen möchte? Ich sehe es ja gleich. Es soll der Beaconator werden, einfach weil du ihn nicht hast. Bitte treff ich dich. Nein! Bitte treff Happy, wolltest du sagen. Nee, ich treff Happy auch nicht. Verdammt. Du hast ihm aber den Fluchtweg weggenommen. Ja, aber ich habe zumindest keinen Eigenschaden. Ich habe zumindest kein Team-Damage gemacht. Ich glaube, ich kacke jetzt einfach auf meine Mates. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder ich nutze meine neueste Waffe in meiner Collection. Noch nicht einmal benutzt.
Die XP von der Waffe sind so clean. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte auf Happy ziehen. Die Wüste ist kacke zu berechnen. Ich krieg auch noch Double Damage. Bitte treffe ich damit jetzt auch nochmal den Werten Shining. Da sind zwei Schutzschilder über mir. Ich muss einfach nur mittendurch schießen und meine alte Flugbahn war mittendurch. In der ich nicht schlänge. Und getroffen. 264! Junge, das war meine Wicked Witch, Junge. Ich treffe wenigstens noch zwei. Das war eine insane Wicked Witch. Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Ich mache eine Schockwelle und treffe zwei. Na, Blocky wirst du wohl nicht treffen. Nee, ich bin erst der Todes. Danke, Trick! Du hast den zweiten getroffen. Und danke, Blocky, für das Follow. Vielen Dank. Ich bin mal gespannt, ob das von der Reichweite reicht. Danke, Trek. Du hast verhindert, dass ich mit der Schockwelle treffe. Ich hab's, glaube ich, sogar vorhin geschossen. Oh, ich hab dich getroffen. Ich hab dabei sogar mit Full Power geschossen. Bist ihr beide? Trotzdem hab ich nur dich getroffen. Könnt ihr als nächstes Trek bitte töten? Wenn ich kann. Wäre Track unten im Loch, wo Happy ist, ich könnte übel viel Schaden an ihm machen mit Schrapnel. Ja, wegen ihm habe ich nämlich nicht getroffen. Genau deswegen, weil Happy jetzt in einem Loch ist. Ja, aber wenn sie die Position tauschen würden, könnte ich Track sogar fast one-hitten. Da kommt was Schönes auf euch zu. Nein, kein Jackpot. Oh, zum Glück. Ich meinte das da. Die Bomben, die mich nicht getroffen haben. Auch der arme Sasa. Och, Sasa ist tot. Ja. Ich scheiß jetzt auf Teammates. Hier, ich scheiß jetzt wirklich auf meine Teammates. Ich habe Sasas Leiche nochmal geschändet. Hab's gesehen und meine Leiche direkt mit. Trägt erstmal am Hacken. Erst Damage versauen und dann noch hacken. Es ist jetzt gerade wirklich schwer, Happy zu treffen. Man muss von oben in das Portal da rechts treffen. Anders triffst du Happy nicht. Und da drüber ist einfach ein Bounce-Feld, also viel Spaß. Mit der Drohne kann man Happy eventuell auf jeden Fall treffen. Ja, aber die Drohne trifft eh, garantiert. Ja, aber die Frage ist, ob sie Happy auswählt, würde ich sagen. Also sagen wir es mal so, wenn man mit einem Deadweight über Happy schießen würde, könnte man damit Rumble treffen. Nein, mein Geld! Die Todesschüsse von Blocky haben Happy getroffen. Auch ein guter Schuss. Ich glaube an dich, Doug, und an die anderen beiden auch. Ich schaff das schon. Bitte treffe ich. Ich kenne mein Aim und es wird nicht treffen. Der ist schon tot! Egal, Leichenschändung. Weißt du, nur weil der Level 4 ist, musst du nicht in ihn reintreten. Doch. Genau deswegen. Auf Low Levels tritt man irgendwie nämlich immer drauf rum. Den Pain kenne ich selber nur zu gut. Ah, hat noch getroffen. Ich dachte, wegen dem Wind könnte es eventuell die Wand treffen. Au.
Was sollen die noch alles auf mich jagen? Ey, die letzte Stufe von Napalm ist einfach so heftig. Oh. Ich will die haben, aber ich krieg Napalm zu selten. Also Heavy Napalm habe ich. Ich krieg die letzte Form. Nee, es geht noch eine weiter. Das ist das, was Dark geschossen hat. Das, dann ist das so eine Flare. Bitte treffe ich einfach. Treck wandert nach unten. Treck frisst nochmal viel Schaden. 120er sind doch happy! Hast du gut gemacht, Akaya! Autsch! Jack fragt sich erstmal, wie er gestorben ist. Durch meinen Triple Damage Pounder! Aber jetzt weiß ich auch, warum Happy so viel Schaden durch dieses eine Projektil von Jack seinen Tod bekommen hat, wegen Triple Damage und Crit. Deswegen habe ich ja gesagt, bedankt, ich war kam nur ein einziger runter. Ich glaube, ich habe die Runde ruiniert. Ja, bitte, ich vergesse das. Ich vergesse das höchstwahrscheinlich zu klippen. Das ist ein guter Clip. Nein! LOL! Der ist schon tot! Gönn ihm doch eine ewige Ruhe! Mein Schrapnell ist halt zu dir hingeflogen, ist dann durch das orangene Portal ins Blaue rein. Und dann. Ah, nee. Das ist irgendwie vom blauen Portal reingebaut und dann ins orangene und dann halt unten ins Loch. Also, ich habe genau das orangene Portal getroffen, ist dann zurück ins Blaue gebaut und dann hat es die beiden Leichen geschändet. Das war der schrägste Pinpoint, den ich je gesehen habe. Ich glaube, Happy will Selbstmord begehen. Ich habe eben kurz was nachgeguckt. Für Sunny. Was ist überhaupt mal wieder sein Problem? Erstens, dass die Telekom ihn hasst und er jetzt 2 Wochen kein Internet hat. Und zum anderen habe ich ihm eine Rüstung empfohlen, die er zur Not machen kann. Weil er ja noch für Sunbreak eine Rüstung braucht. Und was für eine Rüstung? Ich habe ihm eine Rüstung empfohlen, die Glückserhöhung mit drin hat und auch recht gut Abwehr, wenn man die ganz aufwertet. Naja, man geht eigentlich nicht immer nur auf Abwehr, sondern auch auf Z-Effekte. Ja, die hat auch gute Z-Effekte. Die hat Glückserhöhung und freie Mahlzeiten. Da kannst du deine Tränke sehr oft verwenden. Ist jetzt nur Monster Hunter Gequatsche von uns. Wir können ja auch mal darüber reden. Muss ja nicht immer nur über Shellshock reden. Happy! Ja, ich meine, es ist ja einfach ein Stream. Irgendwer muss Happy ausgraben! Er wird von Stein erschlagen! Ich kann ihn nicht ausgraben. Was versucht Happy eigentlich die ganze Zeit mit der BFG? Er versucht rauszukommen. Ich grabe Happy aus. Oder er wollte sich für den 120er von gerade eben rächen. Ich habe Happy zumindest etwas ausgegraben. Und ich möchte Butterbrot. Und Dark nehme ich auch nochmal dazu, wenn es geht. Er wollte die Item haben. So, jetzt habe ich genug in unsere Gruppe geschrieben. Der Sweeper! Au. Zum Glück kann man sich damit nicht selber treffen. Mit was? Hätte ich die Waffe, hätte ich sie auf dich geschossen, den Relocator. Ich glaube, ich probiere es einfach mal jetzt hier so aus, die zu treffen. Wird schon schief gehen. Alle auf Happy? Einer auf Happy.
Und wieder ein Crit auf Happy. Ich glaube, ich mag Happy irgendwie nicht. Ich kritte ihn nämlich permanent. Unser Agent arbeitet gut für uns. Unser Geheimagent. Ja. Heimlich gehöre ich nämlich auf eure Seite. Naja, meinst du wohl, den habt ihr nur, dass ihr mich blau angemalt habt? Bei uns bist aber du rot. Ich sehe gerade, Happy ist Freiheit. Eigentlich gehört der Kai ja zu uns. Happy ist endlich frei. Ich habe wenigstens gute Sachen bekommen. Ah, shit. Der ging zu kurz. Warum macht das nach dem Abbau uns nicht eigentlich nochmal Schaden, ey? Dann hätte ich Happy Dark voll getroffen. Hast du eigentlich gelesen, was Happy gerade eben geschrieben hat? Was? Vielleicht sollte ich Schild wegen Akaya nutzen. Wäre eine Idee. Ich bin einfach nur das beste Ich von dir aus Fußball. Ich schütte wenigstens meine Mates nicht. Nee, du machst nur Eigentore. Und im Fußball kannst du deine Mates nicht mal treffen. Kannst du machen, Dark. Ich hab deine Leiche geschändet. Ja, das frage ich mich auch, Butterbrot. Wir sind alle Lost LP. Wir alle zusammen ergeben Lost LP. Wie lange will die Runde eigentlich sogar noch gehen? Och, wir hatten schon längere. Jetzt bin ich sowas von tot. So, schafft Akaya es noch? Das werde ich niemals schaffen. Ich habe nichts, womit ich die beiden treffen kann. Du könntest Dark noch hinrichten. Naja, vorausgesetzt, es trifft. Aber hier, einfach weil du es wieder nicht hast, das Beacon. Dark, richte ihn hin! Ja, ich erinnere mich an die Runde, da hat Happy irgendwie als Juggernaut überhaupt nichts getroffen. Naja, das kenne ich auch nicht so gut. So war ich nämlich auch sehr häufig als Juggernaut unterwegs. Ich finde aber in dem Modus als Juggernaut selber hast du es leichter als das Team. Also was Schaden angeht. Ouch. Du lebst noch mit 5 HP. Ich hoffe, dass ich Dark noch mitnehmen kann. Wenn das trifft, kann ich Dark damit noch mitnehmen. Bitte mit Erdbeben! Und ich gönne mir Butterbrot. Bitte sag, dass einer von euch beiden Erdbeben hat. Bitte. Bitte demütig die mit Erdbeben. Bitte sagt einfach, dass ihr verfehlt. Nee, der eine schießt eine Drohne. Bitte Erdbeben, Dark, bitte. Ich find's halt traurig, dass ich sogar mal geschafft habe, mit Dead Raid einfach zu verfehlen. Mit den Monden! Die eine Drohne! Yo. Die Drohne hat ans Haus geschossen. Hast du den Mond gesehen, wie der so ein Millimeter über deinem Kopf hinweg ist? Ja, das habe ich gesehen. Man kann die Drohne rausschießen. Ich hab schon den Mondkäse gerochen. Ey, bedenkt immer, man kann die Drohne auch rausschießen. Also den Mondkäse habe ich auf jeden Fall gerochen. Ich hol mir einfach Butterbrot nochmal. Wir lassen ihn zappeln. Erdbeben! Erdbeben! Die lassen mich bis Runde 21 zappeln und hauen dann den Erdbeben raus. Bis dahin kriege ich sie eh nicht tot. Der Growler, wie viel macht er, wenn er Insta trifft? Okay, du bist RIP. Attractoids trifft safe.
Oh, 5, wenn er jetzt direkt trifft. Ich hätte gelacht, wenn mich da jetzt irgendwie... OMG! Das war ein nicer Schuss. Oh mein Gott. Das war ein MLG-Schuss. Oh, hi Happy! Okay, ich sehe, ich hab gesehen, Fußball wird wohl nix werden. Wir können darüber reden. So bitte ist in Ordnung. So ist mehr als in Ordnung. Geht auf Britney Spears, sie hat schon lange keinen Song mehr gebracht. Die haut aber Triple Shell Shock raus. Die hat zu viel Mario Kart gespielt. Wow, einer ist rausgeflogen, verdammt. Hm? Achso, von deinen Schüssen wahrscheinlich. Ja. Warte mal. Hast du nicht einen Bounder geschossen auf mich? Ihr hat das verfehlt. Nee, ich habe einen Bounder auf Double Damage geschossen und der hat Happy getroffen. Und Happy wird jetzt Rache an mir ausüben für letzte Runde. Okay, Happy, wir machen 1 gegen 1. Es mischt sich keiner ein. Und Shining mischt sich direkt ein. Das hättest du ein bisschen vorher sagen müssen. Keiner mischt sich hier ins 1 gegen 1 mit mir und Happy ein. Okay, dann gehe ich auf Sasa. Auf Britney. Wir haben nämlich eine offene Rechnung. Er will mich töten, ich muss das verhindern. Leute, ihr habt euch verhört. Ich habe gerade keinen Anschlag auf einen Kollegen geplant. Oh, Britney, er hat gemerkt, dass sie scheiße ist. Ich bin kein Britney-Fan, deswegen sage ich das. Sie hat so lange keinen Song gebracht, deswegen muss sie jetzt einen neuen machen. Und ist deswegen gegangen. Es ist immer deprimierend, wenn einer rausgeht. Nein! Der ging knapp drüber, der Boomerang. Oh, ich checke! Für Armor. Wenn man hacken muss für 5 Armor. Es wird Krieg geben, Happy. Bitte flieg nicht zu weit. Ja, die beiden haben einen kleinen Krieg unter sich. Es gibt Krieg. Ach, der Trekkie ist auch deutsch. Nee. Um Gottes Willen! Zum Glück kann ich meine Kollegen damit nicht treffen. Wie kannst du es wagen, Happy? Wie kannst du es wagen, mir Schaden zuzufügen? Weißt du, ich schieß schon extra schwach, weil ich Butterbrot treffen will. Ja, also ich habe auch nicht so viel Happy? Bessere Sachen, Happy. Happy, du sagst Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, ne? Es ist ein faires und ehrliches, ehrenvolles 1 gegen 1. Hier wird sich nicht eingemischt. Hier kommt mein Satellit. Ich find's gut, wie sich Happy da hinstellt. Sasa schießt nicht auf mich. Aber ich glaube, das ist eine Waffe, werde ich. Dark hat die Lösung gefunden. Komm, ich glaube an dich, Happy. Du hast Glück. Ich schenke dir mein Glück. Also, Happys Waffe mag ich nicht wirklich. Aber die Position, wie er da steht, doch. Also, die Waffe fand ich jetzt auch ganz gut. Aber die Position, wie er da steht, finde ich sogar noch besser. Jetzt kann ich wenigstens treffen. Danke für den Kaktus. So mal aus reinem Interesse könnte der Funkler, wenn er so neben den Schild trifft, eigentlich auch da durchschießen? Weil der glitzert ja drumherum. Nicht. Happy, nimmst du die Drohne mit? Ja. Da wollte er einfach auf mich gehen. Nee, ich hätte die Drohne da drauf geschossen, weil ich auch eine habe. Oh nee, die Vögel.
Aua. 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 Ja, zum Glück tun die jetzt nicht so weh, die Vögel. Ich hätte die Granate schießen sollen. Was ist es? Für was bin ich da jetzt hochgefahren? Wow. Amor. Ah, jetzt jetzt steht er noch beschießener. Happy will noch ein 1 gegen 1. Da hat sich einer eingemischt. Trick hat sich eingemischt. Ich werde jetzt Trick wegmachen. Mir scheiß egal, ob ich Minusschaden mache. Ich muss Trick wegmachen. Und er schreibt auch noch ein Smiley. Dafür muss er noch umso mehr weg. Sasa wird wahrscheinlich sich eh selbst umbringen. Nee, du hast ihn umgebracht. Nee, der hätte sich auch mit dem Airstrike umgebracht. Also der wäre so oder so gestorben. Wir müssten jetzt eigentlich erstmal auf Trekkie gehen. Ich kann Einmischungen nicht dulden. Ich hab nichts Gutes, ich kann nur sterben. Sasa wird auch nichts Gutes gehabt haben. Aua. Der hatte nix, was irgendwie brauchbar ist. Außer eventuell den Helikopter. Das Beste, was ich machen kann, das könnte eventuell das Butterbrot wegrecken. Und Trek kann wohl Deutsch. Zum Teil zumindest. Wie es scheint. Ja! Da waren sogar zwei Crits drunter. Hast du wenigstens Trek getroffen, Neil? Das war das Beste, was ich machen konnte. Ich habe einen Insta gereckt. Ich habe 3 von denen. Ich hasse keine Butter. Ich esse sogar lieber Butter als Margarine. Es tut mir leid, aber das war das Einzige, wofür ich das jetzt gut nutzen konnte. Als Nächstes gehe ich auf Trek. Wir verbinden uns Akaya. Ja, aber ich habe leider nichts, womit ich ihn erreichen kann. Gefühlt das Beste, was ich habe, ist Magnete. Wenn ich was hätte, womit ich ihn treffen könnte, aber... Wo Stern? Das würde da nichts bringen, wo er ist und denkt, meine Komm, bitte, Waffe bitte, bitte. Los. Nein! Bitte treffe ich damit irgendwie. Nein! Es hat in die richtige Richtung gekotzt. Von mir weg. Nichts hat getroffen, ja. Ja, hau den Bounder in ihn. Der würde ihn nicht umbringen. Der Wurfstempel würde mehr Schaden machen, deswegen schieße ich den weiter. Wenn du den treffen würdest. Ich treffe. Du triffst nicht. Die treffen! Siehste? Wow, für 20 Schaden, da hätte ein Bounder mehr Schaden gemacht mit 35. Mit 40 meinst du? Na, 40 war bei mir bei meinem Double Bounder mit ja, Double Damage. Ja, weil es ein Doppelhopser ist. Nee, soweit ich weiß, ist normaler 35. Ich hab ein Zweifach. Ja. Das wollte ich damit ansprechen. Und da machen die 1 in 20, also komme ich auf 40. Oder auf 8, oder auf 60 oder 80, wenn du krittest. Oder wenn du noch Double Damage hast, noch mehr. Ich weiß nicht, was da schießt. 3D-Bombe, ah nee. Danke für das Follow, oh. Ich kann den Namen nicht richtig lesen. Ich sag einfach mal Ted. Ich komm da nicht hoch. Ich will irgendwas auf Track schießen, aber ich hab echt nichts, womit ich ihn treffen kann.
Das würde ich auch gern sehen. Ich auch. Zack. Ja, verdient 60 Damage. Moment, wie viel hat er noch? 40. Ein Helikopterschlag könnte ihn eventuell hinrichten. Egal, außer wo meine er sich Minions hinbewegt. Richten ihn hin. Aua. Nein! Ja! Nein! Komm, richte ihn hin. Erfüll unsere Mission. Leute, die sich in 1 gegen 1 Matches einmischen, die haben es nicht verdient zu leben. Kannst du ruhig machen, Ted. Ist ein Community-Stream, da darf jeder mitmachen. Komm, es muss nur einer treffen. Nein! Ja, fängt doch mit Ted an. Es war ein Harder inzwischen, aber wäre doch Ted. Ich kann den Rest leider nicht. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Das tut mir leid. The Dexter soll das heißen. So. Erst, ja, Jack and Dexter kenne ich. Das habe ich in meiner Jugend gespielt. Zusammen mit Ratchet und Clank. Komm schon. Nein! Als ob er mit 6 HP noch überlebt hat. Du wolltest es zumindest. Hier, dieses... willst du irgendwie was kaufen gehen und dann von mir so ein Bild einfach nur mit ja. Weil ich bei RPGs für die Shops immer leer kaufe. Würde ich auch machen, wenn ich das Geld dafür hätte. Wenn einer rausgeht. Oder wenn ein Track jetzt nochmal gemein ist, dann schmeiß ich den eventuell... Nein. Track hat sich aber bei dem heiligsten aller Matches eingemischt. Alleine dafür hätte er es verdient, rauszufliegen. Wir vergessen natürlich nicht das Beacon-Meme. Um ja. Gottes Willen! Einfach mal für die neuen Shining-Boots-Beacon. Aua. Ja. Bei dem heiligen 1 gegen 1 mit mir und Happy eingemischt. Die wollten unbedingt ein 1 gegen 1 haben, wir alle haben es respektiert, nur Dreck nicht. Der ist mit seinem Laser dazwischen gegangen und hat Happy geone-shottet. Komm, dazwischen! Wieder 3 getroffen! Ich krieg den Erfolg immer noch nicht. Ich krieg nicht mal den ersten. Das ist bei mir einfach buggy. Vielleicht deinstallieren und neu installieren, vielleicht hilft's. Ich hab schon auf Fehler überprüft, ich hab neu installiert, ich hab da schon alles getan, das Spiel mag mich da nicht. Okay, dann wird's ein permanenter Meme bleiben. Ich rede auch mit den Viewern, ja. Also bei Community-Streams versuche ich immer mit ihnen zu reden. Also jetzt nicht aktiv, falls du das meinst, im Discord, aber hier mit dem Chat auf jeden Fall. Aber ich habe für die Viewer, falls die miteinander reden wollen, auch einen Sprachchannel eingerichtet. Sobald ich geschossen habe, kann ich auch nochmal eben kurz hier... Nee, ich habe leider keine Nuke. Aua. Warte. Hier, ein Community-Streams... Lobby für Community, so habe ich die Lobby genannt. Ist im zweiten Reiter bei Treffen der Gamertiere. Warte mal, den Discord, den kann ich ja mal eben kurz verlinken. Falls ihr da beitreten wollt, dann müsst ihr aber erst die Regeln bestätigen, damit ihr dort was machen könnt. Habe ich jetzt mal eben kurz reingeschrieben in den Chat. Ich plane da auch dann hin und wieder die Community-Streame. Okay, ich glaube, Jack hat es wirklich verdient, rauszufliegen.
Was hat er denn jetzt gemacht? Ich war kurz abgelenkt. Er nennt Happy jetzt Sad Sword. Jetzt beleidigt er auch noch Happy. Erstes 1 gegen 1 stören und dann auch noch Happy beleidigen, das geht gar nicht. Ihr steht gerade so gut für den Feger. Ich kann nur treffen. Yo, ich wurde von 2 Fischis getroffen. Ich hätte einen Millimeter weiter unten treffen müssen, dann hätte ich glaube ich 3 getroffen. Nein, Dexter, tu's nicht! Hallo. Ich hab. Ja, du wolltest ein bisschen kuscheln. Ich teleportiere mich. Bitte kuschel nicht mit einem Messer mit mir. Sag mal, warum sind hier eigentlich alle da unten? Was ist denn da passiert? Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Nein, ich habe mich nicht teleportieren können. Ihr seid ja mal ultimativ im Loch. Zehn Damage. Und der ging sogar auf Happy. Eine bessere Methode habe ich das nicht zu nutzen. Oh nee, nicht die Orbitale. Der guckt in meinen Stream, um meine Waffen zu wissen. Nee, ich guck einfach generell so hin und wieder mal in Stream. Deine Waffen kenne ich trotzdem nicht. Ich habe nur gesehen, dass du Orbitale ausgerüstet hast, mehr nicht. Ich reck jetzt die Map. Da hat wer anders die Map noch mehr gehackt. Da war eine Wurst. 1000? Oh Gott. Nein, nicht. Tut's nicht. Ich hab nichts Gutes mehr. Wurfstern. Dark kriegt jetzt Throwing Stars ins Gesicht. Ich muss mal eben kurz bei mir den Chat verschieben. Den habe ich extra in so einem angepinnten Fenster. Damit ich auch meine Punkte sehen kann. So, ich muss es jetzt schaffen, über Trek drüber zu schießen und auf Budebro zu treffen. Ich will Butterbrot nämlich mit dem Plünderern treffen. Armes Butterbrot. Ich habe 57 Schaden gemacht. Wirklich armes Butterbrot. Der Plünderer ist gewandert, hat eine Kiste getroffen und mir dadurch nochmal 10 Extra-Punkte gegeben. Das war nicht gewollt, dass er die Kiste holt. Heck. Ich habe nichts Gutes mehr. Hören Sie bitte auf zu hacken. Könntest du mir bitte deine Waffen leihen? Ich brauche gute. Ich habe selber keine guten. 140, dieser Permarolle, der ist auch gut, wenn man weiß, wie man den nutzen muss. Willst du wissen, was die beste Waffe ist, die ich aktuell noch besitze? Mini-Pinger. 30 Wobei Schaden ist das Beste, was du hast? Hm? 30 Schaden ist das Beste, was du hast? Na, eventuell noch Pfeffer oder M4 könnten noch besser sein, aber auch nur begrenzt. Ich glaube, ich schieße zu kurz. Ich versuche ihn nämlich mit einem Bananensplit. Ja. Was weiß ich, warum 15 Runden. Er hatte Bock drauf. Und damit man nochmal mit den Waffen, die danach kommen, nochmal eine Chance hat, vielleicht noch was zu reißen. Ach ja, stimmt. Das war ja, glaube ich, mal meine Anfrage gewesen. Richtig. Ihr habt ja angefragt, ob wir das auf... sinnfrei ist mit 10 Runden. Ja, ihr habt angefragt, ob wir das auf 15 Runden erhöhen können, damit hier... diese Waffen, die man nochmal in der 11. Runde kriegt, nochmal eventuell einen Wechsel machen können. Aber eigentlich ist das gerade safe eine Runde für euch. Aua, die olympischen Ringe. Ich habe 9 Schaden mit Pfeffer auf Sasa gemacht. Und Sasa hat mir Geld gegeben, yay. Ich funkel den da mal. Das funkelnde Butterbrot. Butter glänzt doch eh schon. Und Treffen muss gelernt sein. Danke, danke fürs Aufmerksam machen.
Ich muss gerade mal generell gucken, eventuell kann ich das ein bisschen besser schieben. So. Also, Shining, ich pfeffer dich Nee, mal ein nicht perfekt. bisschen. Man konnte da oben die Türen nicht sehen. Ich pfeffer dich mal ein bisschen. Vielleicht schmeckst du denn ja besser. Aua. Das war traurigerweise noch das Beste, was ich hatte mit 39 Schaden. Oh. Das muss ich irgendwie versuchen zu nutzen. Niemals. Und welche Waffe wird es werden? Ich weiß es nicht, ich habe nichts Gutes. Das war das Beste, was ich hatte. Ich glaube, direkte Schießen hätte mehr gebracht. Ach komm! Das ist meine Butterbrot. Die steht schon in mir drin. Shining frisst Blei. Ich habe gerade kurz kleiner gemacht auf Zuschaueranfrage. Oh, so close. Den dritten Ping habe ich auch noch nicht. Der soll ja gut sein. Naja, 25 Punkte! ich hoffe, das Blei hat dir geschmeckt, Shining. Nee, war nicht ganz so lecker. Es waren doch nur 60 Punkte für mich, also. Also, Happy, sein Schaden ist echt gut. Naja, meiner ist aber auch nicht unbedingt besser. Happy, was ist los? Sein Aim, das ist los. Oh. Ich werde jetzt einfach mal alles treffen, was sich auf dem Weg befindet. Also ich habe auf dem Discord-Kanal hier für alles was eingerichtet. Für Shellshock beispielsweise nochmal notfalls einen Es Achterkanal. regnet. Er will zumindest MVP werden. Ach komm, ich hab schon eh nichts Gutes zum Schießen. Aber wir kriegen wenigstens die neuen Waffen als erstes. Ja, das hätte ich auch gern zum Anfang gehabt. Das ist eine Nuke. Die kriege ich aber so selten. Ich glaube, gegen mich hattest du diese außer ein einziges Mal bisher, aber sonst noch auch noch nie. Also einmal hattest du die gegen mich, glaube ich mal, 90 aber dann nie wieder. Punkte! Der Bagger war jetzt nicht ganz so gut. Und was ist es? Damit kann ich arbeiten. Abfall. Ich kann mit Ganz. dem arbeiten. Ich habe ganz kurz einfach mal es beschrieben. Abfall. Mehr ist es nicht. Kaulquappen, Splittergranate, eine Babymöwe. Aua. Ach, Oh, grab ich den hab Dreck noch. doch auch runter. Na, ich habe Sasa So, eine Splittergranate auf das Butterbrot. runtergegraben. Oh nee, das Butterbrot ist auch in einem Loch. Ich heiß überall gleich, braucht nur Shining eingeben. Aber mich dann nicht offscreen bitte zutexten. Das haben schon manche gemacht. Und warum sucht man nicht einfach so nach der Lobby? So schwer ist es eigentlich jetzt auch nicht. Community Stream heißt die Lobby.
Man muss einfach nur warten. Einfach warten, bis die Lobby halt nicht mehr voll ist und dann findet man die ganz gleich. Sie ist auch nicht auf privat gestellt. Ja, eben, aber wenn voll ist, kann man dich auch nicht einladen. Was? Anzeige ist raus? Nee, der meint das anders. Anfrage. Ich weiß. Halleluja. Oh, ich hätte Dark voll getroffen mit meinem Betting Ram, wäre da nicht ja, komm. Dieses Bounce-Feld gewesen. Zeit für meine Krabbus! Butterbrot, ich hab gehört, du magst Kaulquappen. Hilft zu ihm! Holt ihn euch! Nicht auf euren Meister! Ich glaube fast, die mögen dich sogar noch mehr. Verdammt, ich komme nicht mehr ganz zu dir. Dann schieße ich halt die neueste Waffe, die ich mit Level 71 jetzt freigeschalten habe. Ja, flambier ihn mit Popcorn. Nein. Ich mag Popcorn, aber nicht, wenn es brennt. Das schmeckt nicht. Das hast du jetzt aber zu mögen. Verzieh dich von mir. Ich muss sie so lange fliegen lassen wie möglich. Hilfe, nein. Dadurch, dass du so nah an mir dran bist, ist sicher, was du machen wirst. Kack ihn weg! Nein, du kackst mich nicht weg. Ich hab gedacht, die fliegt ein bisschen weiter. Ich wollte, dass das ein Portal sie so nach oben zieht. Und so einmal im Kreis. Das wäre schön gewesen. Also wenn ich damit treffe, kann das echt gut Schaden machen. Dafür muss ich aber treffen. Ich will verhandeln. Ihr habt doch schon gewonnen. Könnt ihr nicht untereinander jetzt einen Krieg führen? Nö. Abgelehnt. Das geht anders. Möge die Macht mit dir sein. Dafür gehörst du verprügelt, Butterbrot. Hilfe! Auf den Arm, Happy! Der ist doch schon tot. Happy wurde doch schon genug geschändet in dem Stream. Der arme Happy, der kriegt alles ab. Es ist halt indirekt alles auf Happy. Meine große Flotte wird das Butterbrot treffen. Doch nicht! Treffen will gelernt sein. Es ist so knapp vorbei. Ich schieße die, eventuell level ich die wenigstens noch. Butterbrot kann sich da unten in das Loch setzen, dann kann ich wenigstens noch eine Waffe leveln, eventuell. Ich bin mal gespannt, wie die jetzt fliegen. Ich schieße einfach 90 Grad nach oben. Also vom Wind her müssen sie dich hoffentlich treffen. Aua. Und treffen sie dich? Nö. Nein. Aber Butterbrot. Rache für Happy. Den treffe ich damit nicht, den da hinten. Das sah aber zumindest ganz lustig aus mit den Asteroiden, wie die da runter geflogen sind. Zeit für meine verrückten Bälle! Aber was ich echt komisch fand, ist, warum sind drei der Asteroiden miteinander geflogen und der vierte ist einfach mal ganz anders gelandet? Die haben eine eigene Gravitation. Ja, aber der vierte ist nochmal ganz woanders gelandet als die vorherigen drei. Ich hab den beschissensten Platz, ich will da hoch. Nein! Kommst nicht hoch. Beziehung. Nein, ich häng am Berg. Verdammt.
Doch, die anderen sind gerade eh im Lurk, aber sie können ja auch Ingame schreiben, deswegen machen sie es eher dort. Den hätte ich mir für den Notfall aufgehoben. Ja, ich auch. Weil der kann auf gut Glück nochmal treffen. Und auf Shining. Ich bin schon im Dreck. Aber nicht genug. Ich habe halt überhaupt nichts Gutes hier, leider. Ich habe kein flächenmäßiges Zeug. Kann das Teil dann wenigstens in meiner Nähe stehen? Nö. Wenn ich dran bin? Das ist bestimmt bei Dexter dann. Es wird in Dexter sein. Das Darfst du kam. den falschen Belift? Ja, vor allen Dingen, das kam genau nachdem der daneben geschossen hat. Ich probiere jetzt auch gerade einfach Der mal was Sasa hat aus. bisher gar nicht geantwortet, also weiß ich gar nicht, ob der Englisch oder Deutsch ist. Ah, fuck, der war zu tief. Und Da noch wollte ich einer was raus. ausprobieren. Ich wollte ihn Wie war eigentlich. das? Das geht Ich wollte eigentlich genau damit lang. halt treffen. Du hast gesagt, es geht lange. Naja, wenn es so abläuft wie die letzten Runden immer, dann wird das bei den letzten beiden oder so erstmal übel lange dauern. Aber ich hatte eh nichts Gutes, also hätte eh Oh, nichts Dark ist geändert. gemein. Dark will gemein sein. Und schafft es aber nicht. Wie soll ich den Scheiß treffen? Habe ich doch gesagt, es wird bei Dexter sein. Du weißt, du kannst fahren, oder? Ich komme da nicht hoch. Doch, mit Max Ketten Ich theoretisch schon. habe Ketten auf Maximum. Hast du schon versucht, da hochzukommen, oder was? Ja. Bitte, bitte flieg hoch genug. Nein! Ein Millimeter! Tja, mich auslachen und dann selber fail. Das war das Einzige, womit ich dich hätte treffen können. Sagen wir es mal so, das Traurige ist, dass dieser Fighter Jet halt sogar das einzig Gute war, womit ich hätte irgendwas treffen können. Ich hätte zur Not noch die Orbitale schießen können, eventuell auf gut Glück. Aber wie gesagt, was Besseres konnte ich in dem Moment nicht schießen, weil das hatte die Möglichkeit, ihn wenigstens noch da oben zu treffen. Und dann hätte in der darauffolgenden Runde Und eventuell dann hast du einer. einen Power zu wenig gehabt. Ja, eventuell hätte ja einer dann den Berg gesprengt. Ungefähr damit vielleicht. Da will wir ein bisschen mobben. Nee, Happy wollte nach unten. Dark ebenfalls. Er wollte Dark das antun, was Dark versucht hat, Happy anzutun. Das muss ich für YouTube zensieren. Das Traurige ist, dass halt YouTube schon sowas sagt, von wegen, nö, Bad Word erlauben wir nicht. Ja, Stein, komm runter. Also wenn du es falsch schreibst, dann sagt YouTube wiederum nix. Beispielsweise. Ich mache hauptsächlich YouTube. Die Runde, die wir gerade machen, die kommt später auch auf YouTube. Naja, es schreibt halt auch keiner hier im Twitch-Chat, weil ist ja eigentlich nicht nötig. Ja, weil man kann ja auch den Ingame-Chat nutzen. Ja, und ich denk mal, dass irgendwie so ziemlich alle Leute, die hier gerade auf Twitch zugucken, hier gerade in der Runde mit drin sind.
Richtig, das denke ich auch. Eigentlich, ich persönlich brauche dann ja erst recht den. Oh Gottes Willen, das ist ja ein absoluter Albtraum. So ein fetter Schuss und dann so knapp daneben. Weil ihr hört mich ja. Und ich brauche ja auch nicht schreiben, weil mich hört man ja ebenfalls. Nur wenn jetzt beispielsweise wie Sasa, einer, der jetzt nicht im in Lurk sitzt und zuhört, dann muss ich eventuell schreiben. Aber da Sasa eh anscheinend nicht schreiben kann, muss man ihm ja auch nicht unbedingt schreiben. Weil wer weiß, ob der überhaupt Englisch oder so versteht. Der ist rausgegangen. Oh, dann ist es eh egal jetzt. Tut der Arme gerade leid, ne? Der arme Dark. Naja, ich sag dazu immer nur, lieber Arm dran als Arm ab. Mit dem Portal könnte es tatsächlich klappen, wenn das gut abprallt. Oder er es im richtigen Winkel trifft. Mein Headset-Kabel dachte sich mal wieder, dass es wieder Bock hat, unter die Rollen meines Stuhls zu gehen. Genau, wieder einfach zurück. War schön mit dir, Dark. Ihr seid auch wieder genau dran vorbeigehüpft. Bisher ist jeder so gestorben, dass es wirklich ganz knapp dran vorbei ist. Naja, bei mir war es weniger knapp. Aber ich habe nur rumexperimentiert. Es wäre jetzt richtig lustig gewesen, wären die Monde genau drumherum geflogen. Das hätte ich gefeiert. Wenn es normalerweise richtig gewesen wäre, dann hätte es auch getroffen, Dark. Aber da es nicht getroffen hat, wäre sie auch normalerweise nicht richtig gewesen. Und ich verlinke im Übrigen auch nochmal den Kanal. Also den YouTube-Kanal. Weil ich mache, wie gesagt, hauptsächlich für YouTube. Was Twitch mache ich mittlerweile sehr wenig. Außer Shellshock. Nicht, aber nicht bedingt daran, ich hätte jetzt hier keine Lust, hier irgendwas für Twitch zu machen. Es liegt einfach daran, dass ich kaum Projekte habe, die ich bei Twitch mache. Muss jeder so sehen, wie er es sieht. Teilweise ja, teilweise nein. Hängt vom Video ab. Das ist jetzt auch traurig. Gesehen habt, naja, aber wann bin ich auch mal auf Twitch aktiv und gucke irgendwie irgendwo zu? Undertale. Fast gar nicht. Warum? Undertale, ich und Sunny, da war ja im Chat bei. Warum? Weil einfach warum? Weil wir einen Koop-Mod gespielt haben und nee, ich die ganze Zeit Sunny durchcarry. Ich meinte hier gerade von wegen, wie weit ich weg bin von meinem Ziel. Ach so. Ja, hast nicht egal, aufgegessen. Du hast den Mittagessen nicht aufgegessen, deswegen. Naja, wenigstens war es noch das größte Ziel und somit war es schwer zu verfehlen. Ich war jetzt kurz am Überlegen, bin ich dran, weil wir ineinander stehen. Hätte er getroffen, wäre es super gewesen. Aber der Zipfel hat ihn gerettet. Was für ein Zipfel? Da hat sich so ein kleiner Zipfel davor bewahrt, gerade getroffen zu werden. Zipfelmütze. Ah, für den Teleport hat es leider nicht gereicht. Da regnet das Steinchen. Jetzt bin ich dran. Was schieße ich denn? Ich schieße den Zippo. Jo, das Ziel ist für mich ganz geil, wenn ich dran wäre. Heute ist nicht Darkstag.
Happy hat aber auch nicht unbedingt den besten Tag bisher. Ich auch nicht unbedingt. Wobei, ich war besser als bisher in dem anderen Stream gefühlt. Nebenbei habe ich es geschafft, Shining mit Wicked Witch ein fast 300er Crit reinzuhauen und Happy einen 120er Crit reinzuhauen von jemandem, der verreckt ist. Ja, Happy hat bisher eigentlich von seinen Teammates immer eine reingewirkt gekriegt, aber die haben ihn eher vernichtet. Happy wurde einfach generell immer verprügelt. Armes Happy. Ja, und Dark ist auch nicht wirklich gut, gerade heute. Was das mit den Zuschauern-Reden nochmal angeht, ich hatte ein Community-Event geplant, hatte ich ja hier auch in die Gruppe geschrieben. Da hättet ihr da mit mir reden können bei drei Spielen. Da hatte ich so eine Community-Woche geplant, da haben sich kaum welche gemeldet, deswegen findet die wahrscheinlich nicht statt. Naja, ich kann da nicht wirklich mitmachen. Wenn dann nee, Platz frei ist, nicht. Kannst du mitmachen. Bei was? Beim Community Stream darf jeder mitmachen. Dann wären wir sogar eine Runde komplett voll mit Leuten aus dem Twitch. Mit Safe, ja, lieben meinst du, wenn dann Yilo. Das ist nämlich der Einzige, der nicht im Twitch-Chat ist. Der ist als Einziger, glaube ich, gerade nicht im Chat. Und da scheißt wer wieder auf andere Leute. Wäre das nur vorbeigegangen, das. Ich hätte für dich geweint. Gut, der Dexter ist nach der Runde raus, dann hast du einen und Platz. Ich hätte gelacht. Zahnrad! Ich hab's schon. Ich nicht, ich hab's aber plingen gehört. Zum Glück muss ich da nicht treffen. Die einzige Möglichkeit, wie ich Tunnelsalve eventuell gut verwerten kann. Oh, da geht einer auf Selbstmordattentat. Bomben. Wie wäre, dass man auf mich schießt? Willst du das Spiel nicht eh immer? Das stimmt auch wieder. Naja, heute wollte es aber unbedingt, dass wir Happy kaputt machen. Da alle so viel sehr Panzer bei, für sind, könnten wir zur Not Rebound überspringen. Weil weg mit ja... Rebound. Nach der Runde wäre Übermacht und wenn dann noch die, ich guck dann nach der Zeit. Wir müssen halt gucken. Pinpoint war eine richtig gute Idee. Naja, das kann man sonst kaum treffen. Rebound macht auch Spaß, aber es wollten halt auch viele gerade eben hier Panzerball haben. Panzerball macht mehr Spaß. Geh weg, wenn du Rebound magst. Ciao, Dexter. Wir wollen hier keine XP farmen, Happy. Wir wollen Spaß haben. Oh, nee. Ihr könnt da gerne Umfrage machen, aber das würde, wenn überhaupt, nur Rebound betreffen. Panzer bleibt im Ball bleibt so oder so.
Ja, das war ein guter Schuss vorher, oder? Hast du recht. Wenn ich einen Plan hätte, wie man eine Umfrage macht, würde ich auch einfach mal eine starten, wenn ich es kann, aber ich habe keinen Warte, Plan. eigentlich sollte ich in der Lage sein, eine starten zu können. Warte. Ich müsste mich da mehr mit Twitch auseinandersetzen. Ja, ich musste da. Ich bin gerade dran, ich kann gerade nicht. So, das macht halt Spaß, da entstehen immer die lustigsten Momente. Vor allem die Shining-Eigentore. So, jetzt kann ich eben. Ich muss gerade suchen. Ich habe das offenbar noch gar nicht hier hinzugefügt. Naja, sagen wir es mal so, alles in allem hat Shining trotzdem bisher mehr Eigentore gemacht als ich. Ich bin euch da alle weit voraus. Ich muss gerade auch überlegen, wo ich nochmal hier eine Umfrage starte. Ich bin gerade doof. Ich nutze das halt so selten, deswegen weiß ich gerade nicht, wo das ist. Bei Rebound ist der Wind auch wieder an. Nur für hier Scharfschütze habe ich das einmal ausgemacht. Ich Das bin. wird sowas von nicht treffen, Unter glaube ich. Erweiterung müsste das doch irgendwo sein. Streamer-Tweet. Ich bin dran, oder? Nee, noch nicht. Irgendwer hat gerade einen Relocator benutzt, habe ich gehört. Nee, das ist mir zu heikel. Und alles erwartet ist. Wir machen jetzt einfach über den Twitch-Chat an sich, wo ich die meisten Stimmen sehe, da das nehmen wir. Ich finde das jetzt gerade nicht das Tool. Ich lese zweimal Rebound. Also das nicht Rebound schreiben, sondern ob Rebound drin bleiben soll. Also ja, fehlt mir ja nur wie die Zuschauerzahl von 3 im Durchschnitt. Alles andere ist da schon gegeben. Nee, das mit dem Panzerbeil, wie gesagt, bleibt safe drin. Ja, die Umfrage ist, ob Rebound übersprungen werden soll. Also der Chat ist eher dafür, dass Rebound drin bleibt.
Oh, mach die Scheibe doch noch kleiner. Und tschüss. Ich hab nur kaputte Tiere. Der eine hat einen Tumor, der andere hat Rückenprobleme. Und was hat das dritte Tier? Alles. Tumorrückenprobleme, Krebs. Ist alt. Alt ist aber nicht alles. Ach, der arme Dark, schon wieder kriegt er keine Runde. Gönnen ihm noch wenigstens einen Victory heute. Das wäre jetzt auch gut gewesen. Alle dran vorbei. Vor allem die ersten drei irgendwie drunter und die letzten drei einfach drüber. Nur einer hat das Ding getroffen, hat man gerade mehr Glück, als er stand. Das wäre halt los. Richtig lustig geworden. Der arme Dog. Da bin ich gleich. Der Jackpot zu lange. Da bin ich gleich Juggernaut, dann lasse ich dich in Ruhe. Alle auf Dark. Dark wird Juggernaut und dann heißt es alle auf Dark. Und das war's für Happy. Jetzt muss nur noch einer von euch aufgeben. Und das ist nicht Butterbrot. Er ist Dritter, er ist glücklich und Butterbrot ist Zweiter. Endlich vorbei. Der Clean Sheet. Dark, geh nach hinten, wenigstens als letzter. Mal auf den Clean Sheet. Salz und Pfeffer. Das Gute ist ja, dass man hier keine Teammates treffen kann. Also kann ich auch ruhig eine Kamikaze schießen. Und Dark, Happy kommt einfach mit einer Kack-Nuke. Ich würde ja auch schon eine Nuke schießen, wenn ich eine hätte. Aber du kriegst ja nie eine. Doch, ich hatte einmal in dem Stream eine. Nee, zweimal sogar. Du hattest auch einmal gegen mich eine und trotzdem verloren. Also Nuke ist nicht immer gleich Gewinn. Boah, ich hab zwei Schaden mit Salz und Pfeffer gemacht. Das Endteil von Kamikaze hat nicht getroffen, alles andere schon. Yo, die Discord hat ja mal richtig viel Schaden gemacht. 149. Hilfe! Oh, er hat ihn in Rolle! Ich umarme Happy. Ich will weg. Kann es sein, dass irgendwie gerade alle zu Happy wollen? Ich will nur weg von ihm! Ich werde mich sowas schon selber treffen. Flower in mein Gesicht. Da auch nicht. Oh, der Enlister. Der ist immer gut. Zur Erinnerung, man macht den Teammates keinen Schaden, sich selber schon. Kein Streamer-Fokus, bitte. Doch, immer. Aber du hast etwas jetzt vergessen, wieder anzumachen, und zwar den Wind. Ach. Egal, solange wir in Rebound den hohen Wind haben, hohe Obstacles und alles andere, was uns Bonus gibt auf XP. Ich hab nichts Gutes. Ich vor allen Dingen für die Situation nicht. Das wird eh nicht treffen. Und ich hab doch noch getroffen. Die hat richtig gut getroffen, diese Drohne. Der Heliopter. Du meinst das Heliopfer?
Wir stehen gerade so gut für ihn, ne? Ich will weg. Wir sind alle auf Sandwich aus. Ich will da einfach nur weg. Ich muss einfach Kamikaze machen. Ich hab ne Schrapnell, aber die hebe ich mir für den Schluss auf, wenn ich eher im Verrecken bin. Ja, tut mir leid, war kein Platz frei. Ich habe alles außer dem Gegner getroffen. Oh, er wollte Butterbrot. Dann kriegt er nochmal ein weniger schönes Napalm ins Gesicht. Ich habe ein Schild und einen Zerbrecher bekommen. Sorry, er kriegt ein Heavy Napalm ins Gesicht. Ja, wir müssen schon mit dem, was wir sagen, hier das Richtige meinen. Ich hoffe, das hüpft jetzt genau so, dass es bei ihm landet. Blood-Way. Schaden mit Heavy. Nein, ist von ihm weggehüpft. Von wem war der Pinpoint? Wir reden nicht drüber. Ja, kann sein, dass es deiner war. Ich habe nämlich zufällig gesehen, wie dein Pinpoint weg war. Aua. Aua. Autsch. Oh, ich hatte gerade Flugbahn. Dark, beschütze mich. Summoner. Den muss ich immer noch leveln. Dark, was ist heute los? Dark ist einfach Abfall. Heute. Nee. Erst kommt Dark zu spät und dann ist auch noch schlecht. Nee, er carried uns alle, siehst du doch. Ja, er carried uns richtig, ich weiß. Tut mir leid, Dark, ich hab dich gemeint. Nee, der Wasserballon kam von mir, ich hab dich gewaschen. Ich hab dich aus Versehen sauber gemacht. Happy gönnt sich eine Drohne. Kann man ja machen. Ich hätte sie mir aber auch mit meinem Pinpoint gegönnt. Jetzt bin ich auf dem letzten. Guck, Duck, du carryst mich. Ja, weil du wen anders gewaschen hast und nicht den Juggernaut. Komm, wenigstens einer. Danke. Ich werde der Nächste sein. Oder er will nach wie vor Butterbrot. Ja, das Butterbrot kann er jetzt hinrichten. Ich komme mal zu Fason. Nee, er geht doch auf mich. Oder auch nicht. Er kann sich nicht entscheiden. Er will mich. Nö. Nö, er will das Portal und somit will er Tag und so. Okay, der war gut. Der letzte Treffer, der war richtig gut. Das ist jetzt besser, ich habe Akaya ein bisschen leiser gestellt. Wie kann es sein, dass ich so laut bin? Zu laut gibt es nicht. Bei mir kam du auf Discord einfach zu laut angeschrieben, laut ihm. Ich kann da jetzt gerade nicht drauf reagieren. Nee, bei Discord habe ich keine Nachricht bekommen. Oh ja, 60 Damage mit Schneeball.
den Schneeball einmal hier durch die durchs ganze Valley geschossen. Jetzt macht er den Streamer-Fokus. Dark, beschütze mich! Beschütz mich, Dark! Oh, und ein Napalm. Ich habe auf den Pinguin geschossen. So ein bisschen. Entwickelt's! Hilfe! Auch bei vielen ist das eigentlich nicht so eine krasse Waffe. Bei einem einzigen ist es auch nicht wirklich krass. Also bei Discord nutze ich die Bildschirmübertragung. Das Spiel will Dark. Will das Dark stören. Das Spiel hasst Dark einfach. Heute ist nicht ein Shellshock-Tag bei Dark. Dark wird von dem Spiel verflucht. Verdammte Schneebälle. So, ist schon interessant, dass das Spiel gerade auch noch von ihm will, dass er stirbt. Der hat mir meine Kiste einfach geklaut. Wir müssen den Juggernaut jetzt töten für den Stil. Wir kriegen ja jetzt nächste Runde neue Waffen. So, und habe ich irgendwas Gutes? Es hält sich in Grenzen. Meins hält sich auch so ein bisschen in Grenzen. Ich stehe jetzt sehr weit weg. Ich prüfe erstmal mit dem Dreier. Also mit dem Dreiball. Ich habe gut getroffen. Ich habe auch Bananasplit getroffen. Zahnrad! Und es ist rausgeflogen. Oh, du hast Wicked Witch, die musst du reinschießen. Ja, ich brauche erstmal die Flugbahn. Ich meine, Wicked Witch sollte man ja nicht unterschätzen. Ja, das Doof ist, ich treffe ihn so nicht. Egal wie ich drehe und wende, ich treffe ihn nicht. Und der olympische Ringer, der war gerade richtig krass. Gerade eben. Da hast du recht voll, Rio. Ich kann dir jetzt schon sagen, Panzerball wird wahrscheinlich heute nichts mehr. Nicht nur wahrscheinlich, garantiert. Jo, das ist ein starkes Pentagramm gewesen. Ich glaube, ich habe noch nie so ein starkes Pentagramm gesehen. Und tschüss. Ich lob dich immer, Dark. So, ein stärker. Ne, zwei. Und ein bisschen höher. Dann sollte meine Hexe treffen. Sogar mit Overcharge drauf. Kommt, wir können das noch schaffen, wir drei. Er ist low HP. Die war jetzt nicht so gut, die Wicked Witch. 82 Schaden. Das ist in Ordnung, aber... Trotzdem weißt du genau, es geht besser. Der kann gerade nur auf mich schießen. Dark, trifft er vom Winkel her eventuell nur von oben? Ja, und? So viel. Es gibt genug Spieler, die das nutzen. Ich sag dir, der schießt auf mich. Und es trifft dich sogar noch. Dass es mich trifft, überrascht mich nicht. Mich überrascht es einfach, dass es dich halt getroffen hat, obwohl du so weit drüber warst eigentlich. Fast! Aber möglicherweise sieht es nach einer Runde aus, die an die Spieler geht und nicht an den Juggernaut. Ja, sehe ich auch selten. Kannst du machen. Wenn ein Platz frei ist, kannst du hinterher joinen.
Ein Community-Stream steht hier oben. Hier oben steht das nochmal. Okay, da würde sie landen. Das Gute ist, der ist genau in meine Schussbahn ungefähr gefahren. Ich habe aber nichts, was jetzt gut für einen direkten Treffer ist. Banana. Die Sonnensalbe eventuell auch. Vierblättriges Kleebrett. Kleebrett. Also, ja, Kleeblatt hättest du auch noch, was gut Schaden machen kann. Warte, ich guck erst, ob ein Penguin ihn runterschießen will. Nee, er will ihn nicht runterschießen. Aber Dark will ihn runterschießen. Ist vollkommen in Ordnung, Feurio. Wir spielen eh just for fun, nicht wegen competitive. Ich verstehe nicht mehr, warum man das überhaupt irgendwie so komplett reinschwitzen sollte hier in das Spiel. Ich finde, Shellshock ist generell einfach nur just for fun und nicht einfach. Das Napalm konnte ich nicht besser verwenden. Dark, willst du diesen triumphalen Schuss behalten? Dann nehme ich jetzt extra Fortify. Und ich stehe so kurz davor, das schwarze Loch zu kriegen. Nein, das kriegst du niemals. Ich habe zumindest den Satelliten endlich aufgebessert zu UFO. Oh, ich habe Opas langes Bein gezogen. Und ich habe auch was Tolles gezogen, Hexagon. Also hoher Wind hätte mich jetzt auch nicht unbedingt gestört. Ich kann auch bei der zweiten Runde ruhig auf hohen Wind schalten, das ist jetzt nicht das Problem. Das macht ja auch nicht so den großen Unterschied letztendlich. Der arme Penguin hat sich selber umgenietet. Armer Penguin. Wer hat den Enlister geschossen? Keine Ahnung. Feurio realisiert jetzt erst, dass es Teammatch ist. Nein, das schreibe ich nicht. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert, so wie ich es erhoffe. Der wird schon irgendwie treffen. Der soll sich mal nützlich machen, das Scheißding. Oh, 114 Schaden. Die Waffe ist so Abfall. Armes Dark. Der hat 114 Schaden von meinem Spatzer bekommen. Hey, ich hasse den Oddball. Also, das Spiel hasst Dark halt wirklich. Dark hat aber seinen Win für heute. Er hat eine Runde gewonnen. Trotzdem hasst das Spiel Dark. Ich habe sogar eigentlich extra nochmal vorgelesen, was zuerst kam. Will ich nochmal an der Stelle erwähnen. Also, ich unterschreibe jetzt niemanden, dass er nicht lesen kann. Ich flame da auch generell niemanden, wenn irgendwer was falsch versteht. Kann passieren. Ich hoffe, dass dieser Ring vor mir nicht weggeht, aber das Portal. Wobei, naja, das Portal kann eigentlich auch bleiben. Ist übrigens nett, dass du endlich mal in meinem Team sein willst. Nein! Kann ich Team wechseln? Hast du das auch jetzt gescheckt? Hängt vom Film ab. Das hängt wirklich vom Film ab. Hier kommt Opas langes Bein. Ich glaube, das fliegt ins Portal. Ach, ins schwarze Loch. Ich habe nichts getroffen.
Wo ist eigentlich mein komisches Hexagon gelandet? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich habe mir diesen komischen Salat angesehen, den man eine Spiele veranstaltet hat. In 10 Milliarden Richtungen auswandern und nichts treffen. Mach ich auch in den meisten Fällen. Ich warte eher darauf, dass es ein Free-TV ist. Naja, das kann zum Teil ewig dauern, wenn nicht sogar Jahre. Also, es hängt wirklich vom Film ab. Bei den ein oder anderen Anime-Filmen beispielsweise habe ich auch eher online Happy geguckt. Wer hat Happy jetzt umgelegt? Dark hat ihn umgelegt. Nee, Dark möchte einfach nur den Sieg für sich haben. Er tötet erst alle anderen und dann reckt er uns alle alleine weg. Ja. Und ich jage das Feuerwerk in die Luft. Verdammt. Das Feuerwerk ist aus der Map geflogen. Ich habe Felsen aus Versehen getroffen. Ich rate ja gleich in so einen Kreis einfach mal die Wüste rein und dann gucken wir mal, wie das ausgeht. Niedler. Ja, er hat das Teil nicht voll getroffen. War aber ein guter Versuch. Du hast Schaden genommen, Shining. Hab ich? Ja, durch Niedler 9 Schaden. Wüste! Mal gucken, wo es hinfliegt. Oh, dann machst du Zuckungen, Phasen. Bin mal gespannt, wo der Hover landet. Um Gottes Willen! Was zur Hölle? Um Gottes Willen! Ich hab mich mit meinem Hover einfach selber getroffen. Guck dir mal bei mir den Bildschirm an! Guck dir meinen Bildschirm an! Ich weiß. Aber... Shining, ich habe was Interessantes herausgefunden. Der Hover, der kann mehrmals hovern. Ja, der hovert immer auf der höchsten Stelle. Wenn er die höchste Stelle nochmal erreicht, hovert er nochmal. Ich habe den halt oben gegen diesen... gegen diese eine Bounce-Fläche da geschossen. Dann ist er runter zum Kreis gehovert. Vom Kreis ist er nach rechts... nach links an die Bande gehovert. Und von der Bande ist er dann wieder zurück auf mich geflogen. Das war echt der... Cursed Shot ever mit dem Hover, habe ich so das Gefühl. Ich mache noch mehr Bounce. Die Bounce-Felder an sich reichen mir nicht. Ich kann nicht treffen. Egal, was ich tue. Schieße einfach. Solange du mich nicht triffst, ist es mir egal. Du kannst auch durch den Berg schießen. Oh nee, das wird ewig dauern mit dem God Race, wenn wir Pech haben. Nee, der eine fliegt gerade schon. Ah, das wird ewig dauern. Einer fliegt straight nach oben. Da fliegt noch einer. Ja, aber einer fliegt straight nach oben. Das wird ein bisschen dauern. Musstest du das machen? Ja. Ich hatte keine andere Wahl. Hier steht ein Mann mit einer Knarre neben mir und hat gesagt, schieß unbedingt God Race. Naja, du meinst Deity. Warte, was? Es ist gerade 4 gegen Tag. Ich sagte, er wollte seine Kollegen weghaben und jetzt regt er uns alleine weg. Jetzt zeigt er, wo der Frosch die Locken hat. Ja, also auf jeden Fall hat er die Locken. Null Schaden. Ach komm, nee, das hält nicht ein. Overcharge. Das muss ich machen. Nee, drüber. Ich weiß schon, warum ich Overcharge gemacht habe.
Ach, der arme Doc, jetzt wird er geflamed. Naja, wenigstens bin ich nicht mehr der Anti-Mate. Hm? Nochmal voll, Rio. Tark ist wirklich der True Anti-Mate. Oh, ich habe sogar gerade gesehen, ich habe 2 Drohnen. Ich habe leider nichts zum Safe-Hitten. Ich schon 2 Drohnen. Ich versuch's mit einer Hexe. Die Hexen sind halt so, die können halt so insane OP sein. Du kannst mir die Nukes ruhig schenken, ich habe keine. Nein, komm nicht zurück! Dein Herz muss dir das sagen. Vor allem ging es sogar mit Overcharge noch drin. Ich kill Dark jetzt. Ohne Widerworte. Ich werde Dark killen. Ich hab aus Versehen nicht getroffen. Ey, dass ich aber genau in dein Gesicht zurückgekommen ist. Ich muss Dark töten. Und er geht weiter auf seine Mates. Ey, das ist doch einfach nur ein schlechter Witz. Schlechter Witz ist, dass ich eventuell doch nicht treffen kann. Lakaien da rein und hoffentlich werden sie einfach rausgezogen. Naja, ich schieß gerade einfach hoffentlich auf die Bounce-Fläche meine Drohne. Wenn das funktioniert, ist Dark tot. Ich glaube, die aktiviert sich vorher. Wenn ich Pech habe, fliegt sie auch einfach in den Berg rein und ist kaputt. Nee. Wow. Da hat mir wer Dark gestealt. Das finde ich jetzt nicht nett. Alle gegen alle. Ich habe angemacht, dass alle gleichzeitig schießen. Ich bin mal gespannt, wie das sich verhält. Ich habe nichts Gutes. Du gehst sowas von auf mich, kann das sein? Nein, ich schieße nur auf die Bubble da. Und ich... Ich hab das Ding eh nicht getroffen. Ich hab knapp drunter. Holy crap. Wer war das mit Gott? Keine Ahnung. Der Bouncy hat... Der Bouncy hat 400 gemacht, ne? Ja, das habe ich, glaube ich, gemerkt. Der Wind geht nach links, nach rechts. Und das nicht gerade so wenig. Ich schieß die Wüste rein, die sollte trotzdem an mir vorbeiziehen eigentlich. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob es eventuell rausfliegt. Ja, genau das meinte ich. Oh, um Gottes Willen! Die Porte, die ist ja richtig abgegangen. Also das würde ich sagen, war bisher sogar neuer Rekord. Also ich habe nicht gesehen, ich habe noch nie gesehen, dass der Porte sich dachte, nee, ich zieh mich. Ja, das hatte ich schon öfter. Also jetzt nicht in der Art. Ja, dass der also so auf einer Linie auf einmal so... Ja, aber nicht, dass er am Ende so dachte, nee, ich fliege in den Himmel. Naja, ich hatte auch schon welche, die einfach schräg weggeflogen sind, irgendwelche Portale. Ich hab nichts Gutes. Also ich hatte schon die weirdesten Portale ganz. Ich glaube einfach an die Kacke da oben. Kamikaze. Fliegt nach links. Aua. Die Mariachi Band. Wow. Overcharge.
Also ich glaube, die Obstacles hättest du auch auf High setzen können, so wie Der ich erste das Bounce, der hat geschmeckt. Aber zum Glück nicht mir, sondern nur dem Butcherbrot und Agaria. Danke, dass ihr nicht den Streamer zuerst raushauen wollt. Auf den Streamer. Feuer und Dark wollen es versuchen. Wie du backst. Kannst du nicht schießen? Oder was ist los? Kann, glaube ich, nicht auswählen. Kann noch sein, hier Internetabbruch. Soll ich auch aber nicht schreiben können. Man muss Overcharge nehmen. Hauptsache, er damagt sich selber mit dem Stein. Er hat Happy getroffen, das verdient einen nice Shot. Nee. Verdammt. Habe ich irgendetwas, was großen Schaden macht? Nein, verdammt. Egal, ich probiere mal das. Ich überlege gerade. Oh, ich treffe sogar. Komm, wenigstens einer. Aua. Ich hoffe, die Disco hat geschmeckt. Ja, hat sie. Ich frage mich wie immer noch, wie ich das eigentlich getroffen habe. Meins. Vergiss es. Nix, das ist meins. Meins. Der schießt jetzt einfach Waterworks. Das wollte ich nicht. Meins. Meins. Da steht mein Name drauf. Nee, da steht Akaya drauf. Guck, da steht nix drauf. Ha, ich hab den Verstärker gehabt! Du blöder Arsch. Ich hab mehr Schaden gemacht als du. Nein, hast du nicht. Ja, du hast nur wegen dem Doppelschaden mehr Schaden. Aber hätte ich das bekommen, hätte ich mehr Schaden. Wie viel Schaden macht der 7-mal Hüpfer? Den hatte ich bisher noch nie. Genug. Gucken, ob der trifft. Nee, der trifft nicht. Ich habe schon erwartet, dass er nach rechts fällt. Schwere Entscheidung. Die Entscheidung wurde mir abgenommen. Also ich würde sagen, ihr steht da. Für mich ziemlich gut. Gerade in den Winkel rein, dann fällt es auch gerade wieder raus. Oh, Kacke. Und wie fandest du das Napalm? Das Napalm hat mich nicht erwischt, ich habe mich selber hingerichtet. Na, das Napalm hat dich erwischt. Für die Nadeln streut das zu sehr bei den Bounce-Dingern. Also die würde ich da nie reinschießen. Außer es stehen da viele auf einem Fleck verteilt. Dann würde ich rein. Am besten schießt man einfach Godrays in so einen Kreis rein. Weißt du, was noch? Der Kreis ist so besser. Weißt du, was noch schöner ist? Wenn so ein Stufe 2 oder 3 Feuerwerk da drin explodiert. Na, mach schon Maximalstufe. Dann ist es noch besser. Oder Schrapnell. Schrapnell streut ja auch übel krass. Ja, aber die sind auch relativ schnell wieder draußen, weil Schrapnell gefühlt mit 100 Stundenkilometer fliegt. Ja, es sollte halt etwas auch sein, was nicht irgendwie runterfliegt, sondern was wirklich einfach nur eine gerade Strecke fliegen würde, wenn es den Kreis wieder verlässt. Es würde wesentlich mehr Spaß machen. Dark hat gewonnen! Gigi-Dark, du hast deine Ehre wiederhergestellt. Nachdem er sie erst ruiniert hat. Ich hab das schwarze Loch! Nein.
Und Overcharge habe ich aufgelevelt. So. Wie gesagt, und das war letzte Runde für heute. Wirbel ist der neue Host. Ich investiere darin. Und dann gucken wir mal, was der Siegesbonus noch heute von sich gibt. Ja, nur 3. 100! Ja, nicht einfach 100! Junge, letztes Mal hast du 100 bekommen. Also heul nicht. Doch, lass mich weinen. Nein, abgelehnt. Hier sage ich auf jeden Fall zu YouTube schon mal ciao, weil das kommt ja hinterher, wie gesagt, auf YouTube noch. Ich weiß nicht, wie viele von den Streams ich noch auf YouTube hochlade. Ab irgendeinem Punkt hatte ich nämlich vor, dass das dann Twitch-only dann wird. Aber ich glaube, so 2-3 Streams werde ich noch hochladen. Ich hatte auch vor, am morgigen Tag hier noch einen hochzuladen.